Wir haben das heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe erfahren. Da hat der Trainer reingeschrieben, hat geschrieben, dass das Spiel abgesagt ist, weil die Plätze in Duisburg leider gesperrt sind. Ja, und dann hat er kurze Zeit später reingeschrieben, dass wir denn hier trainieren. Und ja, jetzt hat sich kurzfristig was einfallen lassen. Jetzt haben wir eine Videoanalyse gemacht für das kommende Spiel gegen Rödinghausen. Wir machen jetzt ein bisschen Krafttraining, dann machen wir noch ein paar Läufe und zum Schluss noch einen Dauerlauf und ja, bekommen dann dafür morgen frei. Für morgen haben wir dann wirklich noch zig Plätze, zig Gegner an- und abtelefoniert und es war nichts zu bekommen und so haben wir dann beschlossen, dass wir heute quasi Doppelschicht fahren und die Jungs dann dafür morgen und Montag frei bekommen, sodass wir Dienstag dann hoffentlich auf einem grünen Untergrund wieder starten können. Dann geht es eben darum, die Spannung wieder neu aufzubauen und dann geht es darum, welchen Spirit hat eine Mannschaft, um diese Tage, bis man anfängt, diese Spannung wieder aufzubauen, zu überbrücken. Und dieser Spirit ist eben wahnsinnig gut bei uns. Die Jungs haben eine große Eigenmotivation und das ist das, was sie ausmacht. Normalerweise ist es so, dass dann, wenn man weiß, das Spiel fällt aus, dann ist die Spannung raus, dann trainiert man noch ein bisschen weniger, aber ich denke mal, weil alle so Bock haben auf Fußball, haben wir da gar keinen Spannungsabfall.